Mir ist zu Ohren gekommen, Nintendo hat die Nintendo Switch 2 angekündigt. Nein, wir bekommen wohl einen Wecker. Ich habe mir den Trailer noch nicht angeschaut, das werden wir jetzt gemeinsam tun, aber es ist immer wieder erstaunlich, wie überraschend Nintendo sein kann. Der Titel des Videos, Nintendo Sound Clock, Alarmo, wacht auf in einer Welt voller Spiele. Wie soll das funktionieren, bitte? Ist das jetzt irgendwas mit VR? Das ist Nintendo Sound Clock Alarmo. Ein interaktiver und außergewöhnlicher Wecker. Sehen wir mal, wie es ist, mit Alarmo aufzuwachen. Netzteil nicht enthalten steht da. Sehe ich immer ein bisschen kritisch, aber gut, vielleicht ist es so ein standardmäßiges, was man jetzt ohnehin bei seinen zahlreichen Smartphones eh 500-mal daheim hat. Trotzdem bin ich von sowas nie der Fan. Ich weiß, das machen sehr, sehr viele Technikunternehmen heutzutage, aber wie seht ihr das? Schreibt es in die Kommentare. Mario Odyssey Musik! Oh, hörst du das? Klar. Das ist der Wecker. Also du kannst von Pauline aber geweckt werden, oder Alarmo was? Alarmo spielt nicht einfach nur Musik zum Start in den Tag. Genau. Alarmo reagiert mit Klängen aus Videospielen auf deine Bewegungen. Auf die Bewegungen? Wie hier mit dem Geräusch klingender Münzen aus Super Mario Odyssey. Aber das mit den Münzen nervt auf Dauer, oder? Ey, da ist ein P-Switch im Hintergrund, den will ich auch haben. Voll cool. Oder hier. Haben die auch was von Donkey Kong? Mit dem Geräusch von Tintenklecksern aus Splatoon 3. Weiß ich nicht. Das ist irgendwie crazy, oder? Und hier. Mit Klängen aus The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Die Musik vereint sich mit Klangeffekten, die durch deine Bewegungen aktiviert werden. So hast du das Gefühl, du würdest in der Spielwelt selbst aufwachen. Will ich das? Aber nur die drei Franchises? Nicht mehr? Und wenn du aus dem Bett steigst? Oh, okay. Okay, jetzt ist die Vorbestellung raus. Jetzt ist die Vorbestellung raus. Oh. Eine Siegesmelodie spielt und der Wecker geht aus. Yay, du hast es geschafft aufzustehen! Ist das extra für uns Creator, oder was? Alarmo erkennt deine Bewegungen mittels eines Sensors. Und reagiert mit Geräuschen auf deine Aktionen. Sobald du aus dem Bett steigst, wird Alarmo automatisch beendet. Ohne eine weitere Berührung. Okay, also die ganzen nervigen Sounds sind bewusst. Der Weckruf intensiviert sich, je länger du brauchst, um aufzustehen. Also raus aus den Federn. Ja, ja, die wollen einen damit halt zwingen, aufzustehen. Deswegen die nervigen Münzsounds und so. Du kannst dich von Klängen aus 5 verschiedenen Spielen wecken lassen. Ah. Darunter Super Mario Odyssey. Mhm. Pikmin 4. Splatoon 3. Ring Fit Adventure. Hä? Wie sind die denn darauf gekommen? Und The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Öffne die Augen, passt ja perfekt. Jedes Spiel bietet 7 Weckrufvariationen, sogenannte Szenen. Und sie alle enthalten verschiedene Melodien und Klänge. Verbinde dich mit dem Internet, um weitere Weckrufe als kostenlose Updates zu erhalten, sobald sie verfügbar sind. Okay, kommt noch mehr. Alarmo bietet neben der Weckerfunktion noch viele weitere Funktionen, die dich in deinem Alltag unterstützen. Schlummerklänge, die abgespielt werden, wenn du ins Bett gehst und dir beim Einschlafen helfen. Ja, okay, das fühle ich auch. Eine Statistik, die Informationen zu deinem Schlaf und deinen Bewegungen festhält.
Aha, als ob. Und der Stundenton, bei dem verschiedene Nintendo-Charaktere die volle Stunde anzeigen. Während ich schlafe? Da will ich doch keine Sounds hören. Starte spielerisch in den Tag. Nintendo Soundclock Alarmo. Oh, das Ding ist wieder zeitlich begrenzt erhältlich. What? Ich hab's nie verstanden, warum Nintendo das macht, aber okay. Na gut, vielleicht werden wir nochmal die Nintendo Switch Online-Mitglieder pushen. Also, ja, ist halt jetzt nichts, was du dringend brauchst, ne? Ich find's aber irgendwo jetzt auch nicht verkehrt. Nur weiß ich nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu weit geht. Also schon mit Gaming in den Tag zu starten und auch damit einzuschlafen. Ja, keine Ahnung. Es ist ja jetzt auch nicht klar, wie viel es kostet. Also ich brauch's nicht unbedingt, aber ich find's jetzt auch nicht unfassbar doof, ne? Kann man mal machen, denke ich. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und Nintendo, was ist mit der Switch 2? Wann kommt die endlich? Off the rails, don't you know, it's time to raise our sails, it's freedom life.